Mein Name ist Jan Naujoks. Ich habe Die Schöne und das Biest hier in Breikhausen für die Arte Theater inszeniert. Und wir hatten gerade Generalprobe und das ist sehr, sehr gut gelaufen. Und wir sind hier im wunderschönen Breikhausen. Das ist in Bartholomä. Und das ist ein Kunstwerk, in dem wir spielen dürfen. Hier ist eine schöne Bühne drin und hier sind sehr viele Häuschen. Das ist natürlich für den Einstieg in das Stück Die Schöne und das Biest für den Song Bell perfekt ist, weil man eine 360-Grad-Kulisse hat, die wir auch so bespielen. Verzaubert zu werden von Die Schöne und das Biest, tolle Gesänge, gut ausgearbeitete Schauspielszenen, die super ineinander fließen, ein tolles Ballett und das am besten alles ineinander fließend. Und so wird es ein wunderschöner Musicalabend. Hallo, mein Name ist Markus Braun. Ich darf die musikalische Leitung hier bei dem Stück machen, bei unserem Musical Die Schöne und das Biest. Ich freue mich total. Ich habe mit dem Orchester geprobt, wir haben Solisten einstudiert und mit dem Chor das alles geübt. Und jetzt eben ist die Generalprobe durch und haben es geschafft. Und ich freue mich total auf die Premiere übermorgen. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich spiele ja die Belle, die eine sehr weitentwickelte, emanzipierte Frau ist in diesem ganzen Dorf, die ganz große Träume hat und eine Sehnsucht, die sich die ganze Zeit beschäftigt und sie in die Welt hinaus möchte. Und später aber in der Liebe zum Biest entdeckt sie eigentlich ja, das, was ihr halt immer gefehlt hat, und dann wird sie am Ende glücklich. Mir gefällt die Rolle sehr, sehr gut. Ich finde, ich kann mich sehr gut in sich hineinfühlen. Was allerdings eine sehr große Herausforderung ist, ist einfach das Singen an sich, weil ich halt Schauspielerin bin und keine Musicaldarstellerin. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Zeig mir das Biest! Das ist es! Das ist es! Ist es gefährlich? Nein, nein! Er würde nie jemandem etwas antun! Ich weiß, er sieht bösartig aus, aber er ist eigentlich ganz friedlich und lieb. Ich bin Norman und ich spiele das Biest. Die Schöne und das Biest verfolgt mich eigentlich schon eine ganze Weile, weil ich bin ja auch damit aufgewachsen und ich finde es einfach eine fantastische Geschichte. Und hier die Möglichkeit zu haben, in diesem Kunstwerk das Biest zu spielen, ist einfach großartig. Die Schöne und